Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich sein Lehrling. Hey, wollt ihr ein Spiel spielen? War klar. Ihr Alten seid immer so langweilig. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Also gut. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Vor allem Eisen und Stahl. Vielleicht nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Bis zum nächsten Mal. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Was auch immer ihr benötigt, braucht ihr eine neue Klinge? Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Vor allem Eisen und Stahl. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Ja. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Ordner, hört ihr zu? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauen müssen. Habt ihr mich gehört? Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt.
Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Kommt sofort. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Gebt mir ein Humpenbier. Kommt sofort. Was auch immer ihr benötigt. Braucht ihr eine neue Klinge? Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Bis dahin gibt es für euch kein Bier. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Vor allem Eisen und Stahl. Vielleicht habe ich sogar noch ein paar von euren schicken Elfensachen hier herumliegen. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Vielen Dank, dass ihr... Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die... Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze.
Also gut. Ihr seid nicht von hier. Da sind wir schon zu zweit. Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Haltet euch bloß von Alvo fern, meinem... Guten Morgen. Ihr braucht etwas? Ja? Habt ihr Bier oder Met? Mein liebster Saufkumpan, besorgt mal ein wenig Met. Bis zum nächsten Mal. Feendahl glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht sieht Camilla in Feendahl etwas mehr als einen Freund. Aber warum es darauf ankommen lassen? Hier, gebt Camilla diesen Brief. Er ist voll giftigen Unsinns. Sagt ihr, er sei von Feendahl. An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Lucan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Gewiss, was kann ich für euch tun? Ah, eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten, von Rorikstadt stammt. Groß reden schwang er, die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met, nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher, seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. Was gafft ihr so? Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Haltet euch bloß von Alvor fern, meinem Mann. Es bedeutet, ihr seid nicht von hier. Da sind wir schon zu zweit. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Feendahl das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feendahl reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Ich gehe dann mal wieder.
Seid gegrüßt, Elfenschwester. Es ist schön, so weit weg von zu Hause ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Ich zeige euch, was ich weiß. Geht voran. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ich zeige euch, was ich weiß. Geht voran. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann.